Sprecht rasch und sprecht redlich. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Lasst mich den anderen zuerst das Angriffssignal geben. Das Feuer brennt und violetter Rauch steigt auf. Sie sollten ihn schon bald über den Baumkronen sehen können. Nach euch. Ihr markiert die sicheren Ziele. Ich schalte sie aus. Nein. Das sollte genügen. Wie fühlt es sich an, im Alleingang eine ganze Stadt einzunehmen? Ein Krieg bietet auch immer viele Chancen. Lasst uns diesen Wilden eine Lektion erteilen. Was sagt ihr? Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Und Ehre. Kraft. Blut und Donner. Vorwärts zum Sieg. Das ist nicht die Zeit für Höflichkeiten. Bis hierher und nicht weiter, Banshee-Königin. Soldaten! Nein! Stürzt euch nicht in die... Narren! Immerhin wissen wir jetzt, wie gefährlich die Irrwische sind. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wir sind die Verlassenen. Wir töten jeden, der uns im Weg steht. Beim nächsten Mal gibt es kein Entkommen, Malfurion. Ich diene der Horde.
Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Irrwische? Ha, davon lassen sich unsere dunklen Waldläuferinnen und Verwüster nicht aufhalten. Redet mit mir! Herrin. Bleibt gut drauf! Explosiv! Da seid ihr hier goldrichtig! Hüpft in eine der Schönheiten und tritt eine Runde! Ich habe keine Zeit für Spielchen. Die Irrwische lassen sich ablenken. Diese Schwäche nutzen wir, um an ihnen vorbeizugelangen. Sauerfang, führt ein paar Soldaten in den Teufelswald. Findet einen Weg durchs Gebirge zur Dunkelküste, aber überlasst mir die Belagerungswaffen. Auf mein Kommando gehen wir durch die Barriere. Macht euch bereit! Durch die Barriere! Schnell! Ich halte nicht mehr lange durch. Wenn man hindurch ist, wird der Schmerz erträglich. Gebt mir einfach einen Moment. Zeigt keine Gnade. Von diesen barbarischen Elfen könnt ihr auch keine erwarten. Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Wir sind die Verlassenen. Wir töten jeden, der uns im Weg steht. Wir sind die Verlassenen. Wir töten jeden, der uns im Weg steht. Silvanus, eure Untaten entweihen diesen heiligen Ort. Andul Fanador! Mein Führer, wie schön, dass ihr uns begegnet. Wer hätte ahnen können, dass ihr eure kostbaren Bäume beschützen wollt? Verschwindet, Hexe! Hingeflogen, kleines Vögelchen. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Pioniere, nehmt eure Ausrüstung und folgt mir. Bringt alle Schredder mit.
zerrieb. Punkt es aus! Damit wird auch der Letzte, der sich der Horde in den Weg stellt, fallen. Seid vorsichtig, Champion. Die Allianz ist uns anscheinend zuvorgekommen. Dieses Schiff muss aus Darnassus kommen. Das bedeutet, ich habe eine Krähe zu jagen. Legt euch nicht mit Gallimix an! Wenn ihr es hier schafft, schafft ihr es überall! Meine Güte, versucht ihr mir ein Ohr an! Wir machen das hier auf meine Art oder wir machen es gar nicht! Betriebsschutz, Zwangsvollstreckung. Zeit ist Geld! Kommt bald wieder! Oh, ihr habt mir Azerit mitgebracht. Das ist der gute Stoff. Lasst mich nur, gebt mir eine Sekunde, okay? Noch ein bisschen davon für die Extraportion Bums. Ein bisschen Schießpulver, ein paar Lunden und Kupferspäne. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Sind wir denn nicht? Ich habe keine Zeit für Spielchen. An den Wildschnellen besteht ein Patt. Und Malfurion weiß das. Wir müssen unserem Kurs vorerst treu bleiben. Ich führe unsere Soldaten weiter durch die Barriere, während wir auf Nachricht von Sauerfang warten. Bis dahin tun wir, was wir können, um die Kaldurei unerlässlich unter Druck zu setzen. Ruhe ist ein Luxus, den wir ihnen nicht einmal nachts gewähren. Krieg ist Krieg. Ich bin Sauerfang, Bruder von Broxica. In der Schlacht ist Strategie genauso entscheidend wie Stärke. Wir sind die wahre Macht Kalimdors. Die Horde wird bestehen. Ich diene der Horde. Ohne Ehre sind wir nur Staub und Schatten. Werdet nicht alt, wenn ihr es vermeiden könnt. Beeilt euch! Der Kriegshäuptling wartet! Der Kriegshäuptling stellt sich Sturmgrimm allein. Ich muss... Sauerfang! Ein ehrloser Schlag. Ich schäme mich. Grundlos. Das habt ihr gut gemacht. Ich hätte mich nicht einmischen dürfen. Mein Sieg stand nie in Frage. Er hätte nur meine Zeit verschwendet. Setzt dem ein Ende. Nehmt euch einen Moment, wenn ihr müsst. Und dann schneidet ihm den Kopf ab. Trefft mich am Weltenbaum. Ihr habt die Horde im Dienste des Todes geführt. Diesen Tag bereut ihr noch. Malfurion, nein! Ihr habt ihn nicht getötet, Ork. Warum? Mein Angriff war ehrlos. Sein Kopf stand mir nicht zu.
Dieser ganze Krieg ist ehrlos. Wie könnt ihr es wagen, so viel unschuldiges Blut zu vergießen? Für nichts! Nicht für nichts. Wir vergießen Blut, damit die Horde fortbesteht. Ihr habt Malfurion verschont. Also lasse ich euch die Wahl. Ich nehme ihn mit. Versucht mich aufzuhalten und sterbt. Oder bleibt dort hocken im Dreck und lebt. Auch ihr habt die Wahl. Ihr bringt ihn nach Darnassus und sterbt beide, wenn wir es erobern. Oder flieht, soweit ihr nur könnt, und ihr beide überlebt. Kommt, Champion. Wir folgen unserem Kriegshäuptling zum Sieg. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Sichert den Strand. Bereit machen zur Invasion des Baums. Warum? Warum? Ihr habt doch schon gewonnen. Im Baum sind nur Unschuldige. Das ist Krieg. Nein. Das ist Hass. Zorn. Windläufer. Ihr wart eine Verteidigerin eures Volkes. Erinnert ihr euch nicht? Ich erinnere mich an eine Närrin. Nehmt sie! Lauft! Ich weine um euch. Ihr habt euch das Leben zum Feind gemacht. Und diesen Krieg gewinnt ihr nie. Ihr könnt uns töten, aber nicht die Hoffnung. Ach nein. Verbrennt ihn! Verbrennt ihn! Ah!
Wir sind die Verlassenen. Wir töten jeden, der uns im Weg steht. Als ich euch auf diese Mission geschickt habe, habe ich das nicht vorhergesehen. Unser Angriff sollte den Krieg beenden, bevor er beginnt. Dem Feind mit einem Streich sein Zuhause und seine Anführer nehmen. Eine Wunde schlagen, an der die Allianz verblutet. Wir waren nur zum Teil erfolgreich. Die Allianz wird sich rächen. Sie werden uns jagen. Mich und euch. Aber sie bluten. Ihr Zorn wird sich als Schwäche erweisen im aufziehenden Krieg, nicht als Stärke. Ruht euch aus. Wappnet euch für die kommenden Schlachten. Ich brauche euch. Wir sind die wahre Macht Kalimdors. Was benötigt ihr? Die dunkle Fürstin schütze euch. Unsere Feinde greifen Unterstadt an und wollen Lordaeron für sich. Unterstadt ist für Zivilisten nicht mehr sicher. Über der Erde tobt die Schlacht und Dutzende von Spionen haben die Stadt infiltriert. Wir haben diese Feiglinge im Magierviertel isoliert und die restlichen Viertel gesichert. Noch mehr Spione. Sie sitzen in der Falle. Wir wurden entdeckt. Wir haben die Infos. Jetzt müssen wir es nur hier rausschaffen. Dann eben Plan B. Druiden der Klaue! Angriff! Die Tunnel sind gesichert. Öffnet das Tor! Sie kamen aus den Schatten. Und sie sind überall. Beeilt euch! Öffnet ein Portal zur Burg! Wir müssen zum Kriegshäuptling. Ist Unterstadt evakuiert? Ja, Kriegshäuptling. Dann setzen wir dem jetzt endlich ein Ende. Sauerfang, sammelt eure Truppen. Ich bereite die Azerit-Maschine vor. Champions, folgt dem Befehl eures Kriegshäuptlings. Wir ziehen gegen die Allianz in den Kampf. Sie sind viele, aber wir sind stärker. Wir sind die Horde. Wer uns bedroht, wird vernichtet. Loktar Ogar! Silvanas! Bald stürzen die Mauern von Lordaeron um euch ein! Ihr habt nicht die leiseste Ahnung, womit ihr es zu tun habt, kleiner König. Das ist erst der Anfang. So etwas.
Das habe ich noch nie gesehen. Was gebaut wurde, kann man auch zerstören. Gen, folgt mir! Schützen! Gewehre laden und vorrücken! Vergesst ihre Armee fürs Erste! Bombardiert ihre Belagerungstürme! Bogenschützen! Anlegen und vorrücken! Meine Damen und Herren! Startet die Motoren! Zum Angriff! Die Seuche hat unsere Reihen zerschlagen. Unser Angriff war völlig umsonst. Was jetzt? Endet jetzt. Bewegung! Die Reservisten müssen ihnen den Weg abschneiden. Lasst sie nicht durch! Wo ist Sauerfang hin? Überlass das mir. Ich werde die Reservisten anführen. Die Allianz wird nicht weiter vorstoßen. Das schwöre ich. Ich gehorche, meine Königin. Helden, folgt mir! Bane, schickt die Katapulte und jeden verfügbaren Apotheker sofort zum hinteren Burghof. Jawohl, Pestrufer. Aber wo ist Sauerfang? Wir haben keine Zeit für Fragen.
Wir verlieren unseren Geländevorteil in wenigen Minuten. Wir nutzen den Engpass am Ende des Seitenflügels aus, um sie zusammenzudrängen. So sind wir ihnen immer zahlenmäßig weit überlegen. Verstanden. Ich stoße so bald wie möglich zu euch. Nein. Lautemar und ich kümmern uns um die Angreifer. Es ist zu riskant, den Kriegshäuptling unbewacht zu lassen. Weicht nicht von ihrer Seite. Wie lange könnt ihr die Allianz abwehren? Was ist die Strategie des Kriegshäuptlings? Das erklärt sie euch besser selbst. Jetzt geht! Champions, zu mir! Der Kriegshäuptling beordert uns in den hinteren Burghof. Lortimer, befehligt unsere Waldläufer von der Flanke. Positioniert sie auf den Dächern. Mit Vergnügen, Pestrufer. Die Seuchenkatapulte sind unsere vorderste Linie. Sie werden zwischen uns und dem Feind Seuchenwolken erschaffen. Soldaten, Information! Die Allianz naht! Seid ihr in der Unterzahl? Diese Armee ist riesig. Gebt nur den Befehl, dann bringe ich uns in Sicherheit. Wenn wir jetzt flüchten, werden wir zur Beute. Nein, wir kämpfen und sterben, wenn es sein muss, für unsere Überzeugung. Eure Zeit ist abgelaufen, König Anduin. Sieg den Verlassenen! Allianz, halt den Stand! Ihr brauchtet Unterstützung, König Vryn. Aleria, dem Licht sei Dank, dass ihr hier seid. Ich komme immer genau rechtzeitig, Eure Majestät. Mekadril, seid ihr kampfbereit? Selbstverständlich. Und ich habe zur Verstärkung ein paar Maschinen dabei. Dreht ruhig eine Runde. Jaina, Jaina, helft mir gegen Pestrufer und Lock. Aleria? Nehmt den Rest unserer Truppen und schlagt den Feind in die Flucht. Ja! Champions, zu mir! Meine Maschinen warten auf euren Befehl! Seht nur, wer sich die Ehre gibt. Gut, jetzt bleibt der Kampfkampf spannend. Ich versichere euch, Herr Strofa, die Freude ist ganz meinerseits. Diese Verräter müssen bestraft werden. Ihre Stärke wird bald nachlassen. Haltet stark! Bane! Ruft sie zurück! Rückzug! Die Allianz daran, euch zu folgen. Nicht stehen bleiben! Wir sind fast da. Beeilt euch, Helden! Schön, euch wiederzusehen, Hochfürst.
musste es mit eigenen Augen sehen. War dies von Anfang an euer Plan? Wolltet ihr so den Sieg sichern? Mit dieser ehrlosen Gräueltat? Ehre bedeutet gleich nichts, Sauerfang. Ihr könnt es euch erlauben, den Tod zu unterschätzen. Aber ich bin mit ihm nur zu gut vertraut. Euch mag es egal sein, wenn die Euren sterben, solange es ehrenvoll ist. Aber die Horde ist es wert, gerettet zu werden. Wer dem nicht zustimmt, hat nicht verdient, hier zu stehen. Sterbt doch euren Kriegertod, Hoffürst Sauerfang. Mir ist es einerlei. Vielleicht werde ich euren geschundenen Körper erwecken, damit ihr mir erneut dient. Oder vielleicht werdet ihr euren Sohn begrüßen können. Champions, kommt mit! Werdet Zeugen des großen Finales! Sauerfang da draußen dem Tod überlassen! Das ist der Tod, den er wollte. Wenn euch das stört, schließt euch ruhig an. Oder ihr wählt die Lebenden. Es liegt bei euch. Für die Horde. Du weißt, was jetzt zu tun ist. Geh, mein Champion. Sieh einer an. Der Bengel spielt Soldat. Unser König hat eure Armee ausradiert. Zügelt den Köter, eure Majestät. Sylvanas Windläufer, ihr seid mit der Horde auf einem Pfad ohne Ehre. Lordaeron gehört uns. Es ist vorbei. Euer Vater wäre so stolz. Ist das... Seins. Es ist ganz blutig geworden. Es war nicht ich, der diesen Krieg wollte. Wenn es euch passt, brüllt ihr Frieden, kleiner Löwe. Aber ihr habt schnell Blut geleckt. Hätte ich dich nur getötet, beim letzten Mal. Wie rüde, Schwester. Du bist zu Gast in meinem Heim. Euer Heim? Ihr besudelt den Thron mit eurem Gift! Genug! Ihr seid verantwortlich für Teldrassil. Aber ich für all die Verbrannten. Ich werde diesen Fehler nicht wiederholen. Beugt euch. Oder sterbt. Ihr gewinnt gar nichts. Thank you.
Raus damit! Für die dunkle Fürstin. Braucht ihr etwas? Siehe den Ehren.